dürfen nicht heiraten. Wir können nicht. Du darfst nicht vom Gut gejagt werden. Das wird schon nicht passieren. Doch, genau das hat Papa gesagt und noch viel Schlimmeres. Achtung! Sophie? Bist du da? Lina hier, Lina da, ist mal wieder typisch. Mit mir können sie es ja machen. Na, Lina? Was für ein schöner Tag. Was soll denn an dem Tag schön sein? Ich muss alle Vorhänge waschen. Guck dir nur meine Finger an. Das sieht nicht gut aus. Was machst denn du überhaupt hier? Ich muss das Fass zurückbringen. Sag mal, hilft dir denn keiner? Ich weiß auch nicht, was in die Gräfin gefahren ist. Sonst kommen immer Wäscherinnen aus dem Dorf und auf einmal nicht mehr. Du kannst eben ordentlich anpacken. Und das nützt deine Herrschaft natürlich aus. Ich bin einfach zu gutmütig. Lass mich mal. Gerne. Warum dürfen wir nicht glücklich sein? Was ist so schlimm daran? Mein Vater wünscht sich eben einen besseren Mann für dich. Nur weil jemand zum Adel gehört, ist er noch lange kein besserer Mann. Ich will mit dir zusammen sein. Mit niemandem sonst. Ich wünsche mir das genauso. Wir müssen uns noch mal ein bisschen gedulden. Wenn wir es wirklich wollen, wer sollte uns daran hindern? Ich weiß, kleine Gräfin. Teufel! Leo, du bist wirklich die ungeschickteste Waschfrau, die ich je erlebt habe. Trotzdem hast du jetzt mal eine Pause verdient. Lina, setz dich, Essen ist fertig. Ich auch? Ja, was denkst du denn? Wer arbeitet, der soll auch essen. Aber nicht, dass er mir alles wegfuttert. Wie weit bist denn du mit den Vorhängen? Ich habe erst die obere Etage. Ja. Als ob ich nicht genug zu tun hätte. In der Stadt gibt's 100 andere, die deine Stelle gerne hätten. Das sagst du immer. Ja, und ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Jede Arbeit macht mehr Freude, wenn man sie mit einem Lächeln erledigt. Das sehen wir mal noch. Ich bring mal die Tickets hier nach oben. Warum lässt du das eigentlich mit dir machen? Eine wie du findet doch immer eine Stelle. In der Fabrik vielleicht. Da kann ich für ein paar Kreuzer an der Maschine stehen, zwischen Dreck und dem ganzen Lärm. Bei uns in der Wirtschaft. Da ist die Arbeit besser. Und ein Zimmer haben wir immer für eine gute Schankhilfe. Du meinst, das wäre ja wirklich mal was. Wieso ist die ganze Welt gegen uns? Was ist so schlimm an der Liebe? Und wieso dürfen die einen Menschen über die anderen bestimmen? Max ist doch kein schlechter Mensch, nur weil er ein Schneidersohn ist. Ich wäre so glücklich mit ihm. Aber auf einmal habe ich Angst. Wenn Max nicht an uns glauben würde, dann wüsste ich nicht, was ich tun soll. Ach, ich weiß es auch so nicht. Ja, Max, das war's auch schon. Es ist erstaunlich, wie schnell du dich hier eingearbeitet hast. Es freut mich, dass Ihnen meine Arbeit gefällt. Wenn jetzt noch die Rose Eliza wohlbehalten Amerika erreicht, bin ich glücklich. Du hattest mich um ein vertrauliches Gespräch gebeten? Ja. Also, die Fässer. Die Fässer im Keller, die müssen dringend überholt werden. Du bittest mich wegen der Fässer um ein vertrauliches Gespräch? Ja, da kommen größere Kosten auf Sie zu. Also, es müssen alle Fassreifen ausgetauscht werden. Und wenn Sie wollen, dann überschlage ich es Ihnen mal. Bevor das Amerika-Geschäft nicht angelaufen ist, besserst du die Fässer selber aus.
Ich fürchte, das wird nicht immer möglich sein. Einzelne Reifen kann man beim Schmied reparieren lassen, aber bitte nur nach sorgfältiger Abwägung. In Ordnung. Ach Otto, entschuldige, ich wusste nicht, dass deine Besprechung noch andauert. Nein, nein, wir sind gerade fertig geworden. Deine Notizen kannst du sicher im Bedienstetenzimmer weiterschreiben. Was meint ihr? Soll ich ihn so lassen oder grün einfärben? Seit wann hast du denn modische Entgleisungen? Es geht ja nicht um Aussehen, sondern darum, dass ich keinen Sonnenstich bekomme. Diese Jahreszeit? Ja, vor euch steht der große Eroberer von Ägypten. Du nimmst also das Angebot von Hartenstein an? Ich dachte, du magst ihn nicht. Na ja, deswegen darf er mir doch trotzdem Gefallen tun. Sophie, das ist aber schön, dass du mich wieder einmal besuchst. Ach, Pater. Oh je, es gibt Probleme. Ich kann Ihnen wieder nichts verheimlichen, oder? Ja, wie solltest du auch? Immerhin bekomme ich Unterstützung von da oben. Und jetzt erzählst du mir, was dich bedrückt. Es ist schrecklich, Pater. Ich bin verliebt. Ach, dann solltest du singen und nicht weinen. Zum Singen gibt es keinen Grund. Wer hat dich denn so durcheinander gebracht? Ist es der Max? Sie wissen es? Ich habe doch Augen im Kopf. Auf der Hochzeit im Wirtshaus, da habe ich euch tanzen sehen. Und ehrlich gesagt, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Ja, aber warum denn Sorgen? Max ist der wunderbarste Mensch auf dieser Welt. Und er liebt mich. Die Liebe ist etwas Wunderbares. Aber sie raubt einem auch den Verstand. Aber zu lieben kann doch nicht falsch sein. Es gibt Menschen, die sehen das anders. Max und ich wollen heiraten. Egal, was andere dazu sagen. Sophie, bist du dir der Folgen bewusst? Deinem Vater bliebe gar nichts anderes übrig, als sich von dir abzuwenden. Das würde Papa nie tun. Auch dein Vater kann nicht allein nach seinem Herzen entscheiden. Du müsstest im schlimmsten Fall damit rechnen, deine Familie niemals wiederzusehen. Lach doch mal wieder. Was soll diese plötzliche Freundschaft mit York? Ich dachte, seine Geschichten langweilen dich. Spielen jetzt die mir nach? Hätte ich denn einen Grund dazu? Sag du es mir. Was willst du von York? Ich habe ihn bei einer Expedition in Ägypten untergebracht. Mehr nicht. Wieso? Bei unserem gemeinsamen Abendessen auf Gut Aalen wart ihr nicht gerade die dicksten Freunde. Valerie, ich muss die Leute nicht mögen, denen ich einen Gefallen tue. Ich brauche Verbindung, keine Freunde. Was kann York schon für dich tun? Außer, dass er dir ein paar nette Geschichten zum Einschlafen erzählt. Bei Wolfgang von der Fohl wusste ich anfangs auch nicht, wie nützlich er mir mal sein kann. Eine Runde. Ich muss erst das Fass auswechseln. Was will denn der Baron hier? Solange bezahlt ist er ein Gast wie alle anderen. Und wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich hab noch das leere Weinfass weggebracht. Ach nee. Kommt das Bier heute noch? Immer mit der Ruhe. So geht das den ganzen Tag. Du hast mich schön im Stich gelassen. Deshalb brauchen wir eben noch eine neue Schrankhilfe. Heute hätte sie dir schon prima helfen können. Hältst du mich für dumm? Triffst dich mit Lina und erzählst mir dann was von einer Schankhilfe. Hier ist viel zu tun. Und Lina kann anpacken. Und sie lässt sich von den Gästen nichts gefallen. Und was hält sie von deinem Plan? Sie will es auch. Auf dem Gut gefällt es ihr sowieso nicht mehr. Einverstanden. Das Mädel kann hier anfangen. Thank you.
Lange dauert es nicht mehr und wir wachsen Schwimm heute. Oh, stell dich nicht so an. So viel Vorhänge können es dann nicht mehr sein. Habt ihr Sophie gesehen? Nee. Lina, du? Rika, eigentlich solltest du am besten wissen, wo Sophie ist. Nicht, wenn sie nicht will, dass ich's weiß. Gudrun, hast du ein kleines Seil? Ich muss die zusammenbinden. Ja, da in der Schublade. Rieke ist auf der Suche nach Sophie. Weißt du, wo die steckt? Nein. Wieso wurde der Boden in der Halle nicht gewachst? Ich habe den ganzen Tag Vorhänge gewaschen. Und darüber vernachlässigst du deine täglichen Pflichten. Die Halle ist die Visitenkarte des Hauses. Lina, sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Lina. Was ist denn mit dir, Otto? Machst du dir Sorgen um Sophie? Ich weiß einfach nicht, warum sie in letzter Zeit all diese Fragen stellt. Welche Fragen denn? Kann es sein, dass es vielleicht einen Mann in ihrem Leben gibt? Denkst du vielleicht, sie hat sich auf ihren Ball verliebt? Aber das hat sie uns doch erzählt. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber welches junge Mädchen kann ihre erste Liebe schon für sich behalten? Lassen wir ihr ein bisschen Zeit. Früher oder später werden wir davon erfahren. Ehrlich zu sein, früher wäre mir lieber. Du bist wie alle Väter, die ihre Tochter nicht an einen anderen Mann abgeben wollen. Nein, nein, Magda. Ich will nur nicht, dass Sophie einen Fehler macht in dieser entscheidenden Frage. Kannst du mal versuchen, etwas herauszufinden? Ich meine natürlich nur sehr, sehr vorsichtig. Wenn es dich ruhiger schlafen lässt, gern, lieber Bruder. Ich mache mir nichts aus Geld. Wenn ich mit Max zusammen bin, reicht mir ein einfaches Zimmer. Und dein Vater? Du bist sein einziges Kind. Er liebt mich. Er wird nicht von mir verlangen, dass ich mich zwischen Max und ihm entscheide. Was denken Sie? Wird Papa sich auch gegen uns stellen, wenn Gott unsere Liebe segnet? Worauf willst du hinaus? Bitte helfen Sie uns. Also ich denke, ich sollte mal mit Max reden, um zu sehen, ob ich irgendetwas für euch tun kann. Du siehst müde aus. Aber nicht wie jemand, der zu viel arbeitet. Ach, Mutter. Manchmal hilft es, wenn man darüber redet. Ich habe mich verliebt. Und sie erwidert deine Liebe nicht. Wir wollen heiraten. Sophie von allen will dich heiraten. Woher weißt du von Sophie? Tja, mein Sohn, ich habe Augen im Kopf. Hast du dir auch gut überlegt, was du tust? Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen, aber es hat nichts genützt. Ich will nicht mehr ohne Sophie leben. Das wird nicht leicht. Warum ist alles so schwer? Ich hasse es, die Gräfin zu sein. Das ist ungerecht, Sophie. Die meisten Menschen würden sich wünschen, auch nur einen Tag so zu leben wie du. Sie haben alle keine Ahnung. Du aber auch nicht. Du weißt nicht, wie es ist, kein Dach über dem Kopf zu haben oder nicht zu wissen, ob man wieder hungrig ins Bett geht. Aber sie können wenigstens entscheiden, wen sie heiraten. Und warum sind Benedikt und ich dann noch nicht verheiratet? Wir schuften seit Jahren, um endlich eine Familie gründen zu können. Aber ob das überhaupt was wird, wer weiß das schon. Wir können ja gerne tauschen. Dann müssten Max und ich unsere Liebe wenigstens nicht verstecken. Du weißt wirklich nicht, wovon du redest. Und du warst doch von Anfang an dagegen, dass Max und ich zusammen sind. Weil ich dich viel zu lieb habe. Ich will dich nicht in ein Unglück stürzen lassen und Max auch nicht. Max ist nicht mein Unglück.
ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du kannst alles verlieren, was du hast. Ich brauche keine Ballkleider, ich brauche keine Haarspangen oder goldenen Löffel. Max ist das Wichtigste, was ich habe. Ach, Lina. Du bist fertig mit den Böden, wie ich sehe. Ich habe es sofort gemacht, als Sie es gesagt haben. Und wie weit bist du mit den Vorhängen? Das sind die letzten. Ich wollte sie gerade auf den Trockenboden bringen. Wenn du fertig bist, kannst du dir den Rest des Tages freinehmen. Wie bitte? Wer gut arbeitet, hat auch eine Belohnung verdient. Oh, sehr wohl. Ob ich wohl bald in Ägypten sein werde? Eine echte Mumie zu sehen, war ja schon immer mein Traum. Ich kann mir einen schöneren Anblick vorstellen. Ach, wenn es gruselig wird, ist es doch erst richtig interessant. Aber hüten Sie sich vor dem Fluch der Pharaonen. Bis jetzt ist noch jeder eines unnatürlichen Todes gestorben, der eine Pyramide betreten hat. Ach, ich werde einfach Berge von Tabak rauchen. Das soll die verseuchte Luft desinfizieren. Dann habe ich ja Hoffnung, Sie gesund wiederzusehen. Kennst du diesen Terranenschein näher? Ich hab dir doch erzählt, dass wir uns neulich auf Gut Allen begegnet sind. Mhm. Baron? Ich habe gerade ein Telegramm von Abu Bakr bekommen. Er heißt Sie in Ägypten herzlich willkommen. Das ist ja fantastisch. Ich muss auf der Stelle in ein Tabakgeschäft. Sie gehen selbst zum Telegrafenamt, um einem jungen Mann einen Gefallen zu tun? Alle Achtung. Nur wenn die Jugend investiert, hat eine Zukunft. Ich bin Ihnen etwas schuldig, Herr Hartenstein. Wird die arme Sophie Sie nicht schrecklich vermissen? Vermutlich ja, aber man kann eben nicht alles auf einmal haben. Aufbruch, Leute. Mein Täubchen friert sich ja schon. Kommen Sie doch bei Gelegenheit mal vorbei. Wir sprechen über die Einzelheiten. Vielleicht haben wir ihm Unrecht getan. Und Hartenstein ist doch ein anständiger Mensch. Unsinn. Aber sein Hass den Adel wie die Pest. Am liebsten wäre es ihm, wenn wir alle schleunigst von der Bildfläche verschwinden würden. Hier steckst du. Ich hab dich schon gesucht. Hat euer Wirtshaus heute geschlossen? Nein. Ich muss dir was erzählen. Mein Vater hat zugestimmt. Mhm. Und zu was? Du kannst bei uns als Schankhilfe anfangen. Ich? Als Schankhilfe? Wir haben doch darüber gesprochen. Du hast dich geärgert, dass du gut so schlecht behandelt wirst. Das war doch nur ein Spaß. Aber ich habe doch schon eine Kammer eingerichtet. Oh, das tut mir leid, Leo. Aber mir gefällt es hier. Die Gräfin hat mir sogar freigegeben, weil ich so fleißig war. Du bist also frei? Mhm. Dann kannst du ins Wirtshaus kommen. Heute Abend ist Tanz. Ich will lieber auf Max warten. Na klar. Ich verstehe. Jetzt muss ich wirklich los. Pass auf dich auf, hörst du? Und tu nichts, was du später bereust. Mach dir keine Sorgen, Mutter. Warum hast du meinen Vater damals nicht geheiratet? Mutter. Ich konnte ihn nicht heiraten. Er ist lange vor deiner Geburt gestorben. Und was ist mit seiner Familie? Warum haben die dir nicht geholfen? Ich weiß so wenig darüber. Wenn ich eine eigene Familie gründen will, dann muss ich doch wissen, wo ich herkomme. Ich habe dich ganz allein großgezogen. Es war nicht immer leicht, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und wenn das für deine Gräfin nicht gut genug ist, tut's mir leid. Du bist die beste Mutter der Welt. Ich möchte keine andere haben. Es tut mir leid, wenn ich dir mit meiner Frage wehgetan habe. Sieh zu, dass du zum Schmied kommst. Sonst kriegst du noch Ärger auf dem Gut.
Was schulde ich Ihnen? 80 Kreuzer. Es war mir eine Ehre, dass Sie uns besucht haben. Ja, ja. Oh, das ist mein letztes Kleingeld. Kann er sich ja anschreiben lassen. Bedauere, aber ich nehme auch großes Geld. Ach, da ist es ja. Guten Tag. 65, 70. Da fehlt noch was. Ich empfehle Sie beiden. Darauf kann ich verzichten. Bist du noch ganz bei Trost? Lina bleibt auch auf dem Gut. Was ist denn das für eine? Erst rein in die Kartoffeln und dann wieder raus. Wenn es dir dort gefällt. Außerdem muss man ihr das doch anrechnen, dass sie ihren Herrschaften treu bleibt. Ich glaube, das mit Lina und dir, das wird nichts. Das werden wir ja noch sehen. Ich sag schon, warum lockst du mich in die Kapelle? Das wirst du gleich sehen. Pater, es ist... Wir wollten uns nur aufwärmen. Nein, nein, er weiß Bescheid. Er will uns helfen. Vielleicht finden wir ja doch einen Weg. Welchen denn? Also zuerst einmal muss ich wissen, wie du zu Sophie stehst, Max. Ich liebe sie. Ich liebe Sophie mehr als alles andere auf der Welt. Bist du auch bereit, für sie zu sorgen? Sie nie allein zu lassen, egal was kommt. Ich kann mir keinen Tag mehr ohne sie vorstellen. Der Tod wäre mir lieber als ein Leben ohne Sophie. Sehen Sie, Pater? Max fühlt dasselbe wie ich. Und ihr seid bereit, ein Leben in Armut zu führen. Verstoßen von allen Freunden, der Familie. Ja. Ja. Lass uns heiraten, Max. Pater Johannes soll uns trauen. Hier und jetzt.